Du läufst auch? Du läufst auch. Hallöchen, neues Video. Und zwar, kommt mal kurz mit. Wir haben hier heute ein bisschen Golfparty. Wir machen oder wir schieben das Video ein über die 335 IS Luftführung. Wie ihr seht, das Auto steht immer noch so da auf der Bühne. Aber damit eure zarten Glubscherchen diese Woche auch ein Video bekommen, machen wir eben die Luftführung fertig. Die steht da vorne. Der Patrick ist auf dem Weg. Der hat sich bereit erklärt, mir heute zu assistieren. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Und bevor wir mit der Luftführung ins Detail gehen, habe ich noch zwei Anliegen. Das erste Anliegen, wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert doch mal unseren Kanal bitte. Das würde mich persönlich sehr freuen und das würde auch so ein bisschen unsere Arbeit, ich sag mal, die Wertschätzung unterstreichen. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass auch mehr Leute unsere Videos sehen. Denn wenn mehr Leute unsere Videos sehen, dann kann ich bei meinen Geschäftsführungskollegen auch Budget freimachen für mehr Videos, für mehr Autos, für viele tolle Dinge. Das andere Thema ist, und zwar habe ich mir überlegt, wir wollen ja mehr Autos machen und eben auch mehr Projekte in der Zukunft durchführen. Ich habe schon so ein paar Pläne. Team hat auch ein paar Pläne, wir haben alle schon ein paar Pläne und jetzt, wie ihr in den letzten Monaten mitbekommen habt, ich kann natürlich ein paar Sachen machen, aber ich kann auch nicht alles machen, also meine Schraubfähigkeiten sind jetzt, ich sag mal, auch limitiert, außerdem ist meine Zeit auch limitiert und wir müssen eben auch viele andere Dinge noch machen und Malte kommt zum Punkt, wir suchen einen Mechaniker, also jemanden, der das vielleicht gelernt hat, Mechaniker, Karosseriemeister, irgendwas so in der Richtung, ungefähr so in unserem Alter ist, irgendwas zwischen 20 und 40 von mir aus der Region Ruhrgebiet kommt oder vielleicht hier hinziehen will, weil Remote geht sowas nicht so gut. Das sollte also der Background sein und was wir hier machen ist eben, oder wofür wir diesen Menschen brauchen, dich vielleicht, ist eben für diese Projektautos. Und zwar ausschließlich Projektautos. Das heißt, wir machen hier keinen Werkstattbetrieb, wir machen hier auch keinen Tuningbetrieb. Das heißt, hier werden ausschließlich Projektfahrzeuge für uns oder die Autos, die wir in der Zukunft an euch verlosen, gebaut. Das heißt, das sind immer relativ besondere Autos, kein Alltagskrimskrams. Und da brauche ich, wie gesagt, Unterstützung, wenn es eben um den Einbau von Fahrwerken oder jetzt wie hier das mit der Achse, wenn es da um solche Sachen geht, dass das einfach schneller läuft, ja, damit auch die Autos in Zukunft nicht so lange dauern. Wir haben sicherlich nicht jeden Tag so Kfz-Mechanikerarbeiten zu tun. Deswegen ist der zweite Teil dieser Stelle, die wir suchen, ein halber Bürojob. Das heißt, wenn du jetzt also, du bist jetzt Mechaniker, Schrauber, was auch immer, arbeitest in der Werkstatt und hast eigentlich keinen Bock mehr auf Werkstatt, auf schwarze Hände oder auf Bremsscheiben wechseln am Polo 6N, dann könnte das ja für dich interessant sein, denn zum einen kannst du weiter schrauben an coolen Autos mit coolen Teilen, besonderen Teilen und auf der anderen Seite haben wir eben so ein paar Computertätigkeiten, nenne ich das mal, ja, so aller Art, die wir dann eben auch noch zu erledigen haben müssen, die einfach erledigt werden müssen. Wenn du also sagst, okay, du hättest Bock auf so eine Hybridstelle, ja, die relativ entspannt ist, glaube ich, dann melde dich unten in der Beschreibung, ist eine E-Mail-Adresse, auf die kannst du dich bewerben und dann schauen wir uns das an. So, auf geht's. Wir gucken uns jetzt mal die Luftführung an. Bitte das jetzt das Chaos zu verzeihen. Wir bauen uns nämlich gerade Werkbänke. Einmal so eine portable, mobile Werkbank und eine Werkbank über Eck. Und als nächstes bauen wir hier noch einen Raum an und dann kommt das Lager da rein. Dann ist das hier alles schön sauber. Eine Sache noch, weil sehr, sehr viele Leute uns fragen. Und zwar, ihr schreibt uns ja auf Instagram ganz fleißig, die Leuchten, wo die Rückleuchten herkommen, die kommen auch von DM Autoteile. Die haben die Jungs uns ja gesponsert, also euch, für das Auto. Also nochmal kurz zur Erklärung, die Rückleuchten, die Scheinwerfer, als auch die Frontstoßstange, die Seitenschweller und die Heckstoßstange haben wir von DM Autoteile bekommen, die Links unten in der Beschreibung zu finden. Ja, dann wisst ihr, wo ihr diese schönen Rückleuchten kaufen könnt. Dann machen wir weiter. So, also,
nochmal von vorne. Also das ist ein Kit, das haben wir auf eBay Kleinanzeigen gekauft von einem Privatmann. Und das haben wir da gekauft, weil er diese Haltebleche für das Kit gemacht hat. Die bietet der an. Das besteht ja aus diesen drei kleinen Teilen, also diese beiden kleinen Halter, die wir gleich irgendwo einsetzen. Und das hier ist, glaube ich, ein Schutzblech. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich glaube, das kommt hier so vor, so oder andersrum. Naja, es kommt auf jeden Fall hier vor den Kühler, glaube ich. Deswegen ist das so groß und so geschlitzt. Auf jeden Fall gibt es dieses Kit auf Kleinanzeigen zu kaufen und der Mensch bietet eben diese schönen gelaserten Bleche an mit den Haltern, dass das perfekt sitzt und dann kommen da auch schon die Original-BMW-Teile. Ne? Das ist hier diese eine Luftführung, also eine Seite und die andere Seite, die ist dabei. Und das hier ist die Verkleidung fürs Rathaus. Und was haben wir hier noch? Fürs Rathaus, genau. Fürs Rathaus. Die Rathausschale. Ein bisschen Schrauben. Und hier haben wir noch einen Kabelbaum für die PDC-Nachrüstung an der Front. Das ist was anderes. Ja, also das sind die Teile, die zu diesem Kit gehören. Das Kit hat gekostet, ich glaube, um die... Das Kit hat gekostet, glaube ich, um die 250 Euro für alles zusammen. Vielleicht sind es auch 300. Ich mache den Link unten in die Beschreibung rein zu eBay Kleinanzeigen, falls euch das interessiert. Leider hat der Mensch nicht immer alle Teile auf Lager und die Lieferzeit ist ein bisschen länger, aber dann müsst ihr den einfach kontaktieren. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft vielleicht auch einen anderen Hersteller dafür gibt, also ob man das irgendwo anders noch einkaufen kann. Da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Ob es irgendeine Brand gibt, die sowas herstellt, im Ausland vielleicht, müsste man nochmal nachschauen. Ja, wie gesagt, der Patrick wird gleich die Rathausschale ausschneiden, denn das ist Teil davon. Da muss dann nämlich diese Halterung rein. Wie er das genau macht, warum, wieso, weshalb, das zeigen wir euch gleich. Und dann bauen wir eben dieses Kit schon mal ein. Und wir hängen die Stoßstange vorne ein, damit ihr auch eine Idee bekommt, wie das aussieht. Weil ich glaube, das bringt nicht nur richtig Kühlung für den Ölkühler, als auch für ja, die Bremse oder was auf der anderen Seite da hinten dann halt steht. Weil der 335 IS, den es nur in Amerika gab, der hatte zwei Kühler, die damit gekühlt werden. Deswegen haben die deutschen Modelle das nicht. Hat sowas eigentlich TÜV dann, wenn jetzt keine Nebelscheinwerfer und sowas dann wegfallen? Und ich meine jetzt so mit so selbstgebauten Gittern und sowas? Ja, also das ist ja ein Montagematerial, das muss jetzt nicht abgenommen werden. Ich sag mal, weil man damit ja jetzt nichts, damit befestigst du ja keinen Bremssattel. Deswegen ist das an der Stelle egal. Die Luftführung an sich braucht auch kein TÜV, weil die ist ja hinter der Stoßstange verbaut. Bei den Lichtern ist es eine gute Frage. Also der Entfall von den Nebelscheinwerfern kann auch kein Problem darstellen, denn Nebelscheinwerfer sind ja keine Pflichtausstattung. Es gibt ja auch genügend Autos, hier der Golf R, da vorne steht, der hat auch keine Nebelscheinwerfer. Da würde ich jetzt einfach mal so, ohne es genau zu wissen, behaupten, das ist eintragungsfrei und kein Problem. Ja. Wo war ich? Also den 335 IS gab es nur in Amerika und der brauchte mehr Kühlung und wir brauchten die nicht, aber wir finden die Optik geil von diesen Luftführungen. Die Stoßstange, finde ich, sieht wirklich deutlich besser aus. Der Patrick fährt das ja auch. Ist also etwas, was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich einen 335 i oder wenn ich einfach einen E90 fahren würde. Oder E92 oder E93 oder E91. Aber ja, so eine kleine Modifikation mit großer Auswirkungen für die Optik als auch für die Kühlleistung. Ja, also der Patrick kommt gleich hoffentlich und dann werden wir anfangen. Und vorher würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Grillung. Hast du Hunger? Ich habe richtig Hunger. Richtig Hunger? Richtig Hunger. Denn wir waren nämlich heute noch bei einem Partnerbetrieb in Gütersloh. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr irgendwann anders. Aber dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den Grill an. Der ist ganz schön geballert, ey.
Okay, jetzt habt ihr leider den Wampen-Contest verpasst, weil Timon nicht rechtzeitig eingeschaltet hat. Schade, Timon. Sorry. Also, wir machen das so ein bisschen durcheinander. In der Anleitung heißt es natürlich, okay, erst die Stoßstange abnehmen und die Seitenverkleidung, also hier die Rathausschalen abnehmen. Und das haben wir natürlich alle schon gemacht. Und jetzt kommt hier der nächste Schritt. Wolltest du das vielleicht moderieren? Möchtest du? Nein? Nein. Ja, also dann nehmen wir uns eben diese Rathausschale und dann muss dieses schöne Lüftungsgitter da rein. Wie ihr seht, die Schale ist geschlossen und hier sitzt beim amerikanischen Modell ein zweiter Ölkühler. Oder Wasserkühler, ich weiß gar nicht mehr. Oder Wasserkühler? Zusatzwasserkühler, Ölkühler. Ja, ich glaube, es ist ein Zusatzwasserkühler, ne? Genau. Auf jeden Fall sitzt hier beim amerikanischen Modell noch ein weiterer Kühler. Wir wissen jetzt nicht genau, welcher. Und damit die Luft zu dem Kühler kommt, gibt es natürlich auch hier dieses schöne Luftleitblechgitter, was auch immer. Da schneiden wir jetzt ein Loch rein. Ja, wir haben das hier angelegt. Hier ist der Ausschnitt. Hier ist das Loch schon vorher von der Befestigung. Das kann man schön ausrichten. Der Patrick hier schon eingezeichnet. Ja. Und jetzt wird hier gleich hier geschnitten. Aber eigentlich brauchen wir das gar nicht. Ne? Also diese Lüftung macht jetzt für uns am Auto, wo da kein Lüfter ist, keinen wirklichen Sinn, oder? Das dient nur zu Optikzwecken, okay, weil man die Stoßstange mit den offenen Führungskanälen haben will. Also wenn man jetzt diese Luftführung verbaut und diese Öffnung nicht macht, dann hätte das zum Effekt, dass die Luft über die Front reinströmt, hier gegen die Radhausschale strömt und dann quasi diese Radhausschale vor den Reifen drückt. Und dann könnte es gut sein, dass sich die abnutzt, dass sie kaputt geht. Und vor allen Dingen hier in Dortmund könnte es gut sein, dass die Polizei euch anhält und sagt, euer Auto ist tiefer gelegt oder irgendwas ist falsch und einfach direkt stilllegt und mitnimmt. Das wollen wir vermeiden. Und bei 250 oder 300 km/h, da kommt da ja schon ein bisschen Wind an. Ja, natürlich, genau. Das darf man nicht unterschätzen. Halt mal die Hand raus, als Beifahrer vielleicht. Bei 250, das ist krass. Okay, dann bereiten wir die Rathausschale vor, dann werden die ganzen kleinen Halter montiert. Das machen wir gleich. Ja, ich würde sagen, Patrick, du darfst hier... Patrick ist heute unser Chirurg, unser Operateur. Malte ist eher so der Grobmotoriker. Da war er wieder. So, mal gucken, ob das jetzt passt. Ja, sieht doch gut aus, ne? Ja, hat der Doktor doch gut gemacht, ne? Aber was ich mich gerade frage, ist, wo wird das denn nachher festgeschraubt? An der Luftführung. Was denn jetzt? Ja, dieses Gitter. Also die. Ja, hier mit. Hier machst du noch Löcher rein. Ja, genau. Aber die schraubst du quasi in die Radhausschale. Das ergibt sich von selber. Oder schraubst du, womit konterst du das? Ja, das kommt hier hinten in die Radhausschale, dieser Clip, der auch bei BMW Serie dabei ist. Ja, verstehe. Ich dachte, dahinter kommt noch irgendwas. Irgendwie die Luftführung oder irgendwas. Ja, nur hier. Hier kommt hier original auch die Luftführung rein. Ja. Und sonst wird das nur hier mit verschraubt. Okay. Und die Edelstahlbleche, da wird eins hier ran, glaube ich, geschraubt. Nicht das. Nicht da. Das. Also, das wird zusammen mit der Stoßstange verschraubt. Irgendwie so. Mhm. Okay, alles klar. Soll ich dir noch kurz die Stoßstange holen? Also, die Halter sind ab und wie ihr jetzt seht, das Teil passt natürlich nicht perfekt auf die Stoßstange. Ne? Die Stoßstange, habe ich ja gerade gesagt, ist ein bisschen anders beim IS oder beim Facelift. Aber wir können uns das mal kurz am Auto von Patrick angucken. Von außen sieht man das nicht. Also, Patrick hätte natürlich mal sein Auto waschen können, aber nichtsdestotrotz, wie ihr seht, hier sitzt das Teil ebenfalls nicht perfekt auf der Öffnung, aber von außen sieht man das gar nicht. Das sieht so aus, als sollte das so sein. Von daher werde ich jetzt kurz die Halter anschrauben und dann alles zusammenbauen und dann gucken wir uns das gleich nochmal final an. Ja, bis gleich. Also, da haben wir es erstmal montiert. Die Beifahrerseite ist relativ einfach, denn die Luftführung wird ja am Ölkühler befestigt. Das sind drei Schrauben. Kannst du mal ganz kurz hier reingucken? Ich zeig dir das. Da haben wir hier 1, 2, 3 Schrauben. Da wird dieser Trichter vorne draufgeschraubt, den ihr jetzt hier seht. Und das war's auf der Seite. Und dann haben wir halt hier, wenn du mal schauen möchtest,
da ist jetzt halt die Luftführung und geht halt direkt oben auf den Kühler drauf. Auf der Fahrerseite ist das ein bisschen aufwendiger. Und ich muss auch sagen, die Anleitung, ich bin froh, dass es eine Anleitung gibt. Bei manchen Teilen gibt es keine Anleitung, aber die Anleitung ist ein bisschen kompliziert teilweise, nicht so eindeutig geschrieben. Aber man kriegt es hin. Komm mal hier einmal rum. Also da seht ihr, das Blech, ich habe mich vorhin vertan, das Blech ist gar nicht dafür da, um irgendeinen Kühler zu schützen, sondern das Blech simuliert oder ersetzt den Kühler, weil diese Führung hier ja an dem Kühler wie auf der anderen Seite angeschraubt wird. Jetzt haben wir hier keinen Kühler, deswegen kann man es auch nicht anschrauben. Und wenn man dieses Blech nicht hat und dieses Kit einbaut ohne dieses Blech, dann wabbelt das rum, weil man kann es vorne nicht wirklich anbauen und hinten dann auch nicht. Deswegen ist das halt eine sehr, sehr gute Sache. Und die Anleitung sagt, man soll erst diese Luftführung reinstecken, mit Tape fixieren und dann anbauen. Aber ich fand es irgendwie einfacher im Nachhinein, das Blech auf das Teil zu bauen und dann das Ganze hier reinzustecken mit ein bisschen Vorarbeit. Aber es ist eigentlich ganz schön gemacht. Ne? Hier oben ist die Aufnahme für die Kabelführung vom Nebelscheinwerfer. Da wird ein Arm dann gesetzt mit diesen BMW-Klemmen, wo dann so ein Gewinde drin ist für diese Karosserieschrauben. Hier unten setzt du eine Schraube rein. Hier hast du nochmal zwei Schrauben, wo das Blech mit der Luftführung direkt verbunden ist. Hier hinten ist eine Halterung. Und hier unten, die geht nachher, die ist nur zur Arretierung, also zum Ausrichten. Dieses Blech geht nachher hinter die Stoßstange und dann wird quasi das Radhaus durch die Stoßstange hier hinten rein fixiert. Ja, und wie ihr seht, das ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr solide. Das ist sehr fest. Das wird euch nicht abfliegen. Und dann haben wir eben hier die Radhausschale. Die haben wir schon montiert. Das ist die wir vorhin geschnitten haben. Ich hänge die mal jetzt so halb rein, damit ihr ungefähr ein Gefühl bekommt, wie das nachher aussehen wird. So wird das Ganze nachher aussehen. Das heißt, die Luft, die hier durchkommt, die wird hier so seitlich am Rad vorbei weggeleitet. Ja, also eine runde Sache, wie ich finde. Ja, komm, lassen wir einfach so drin. Ja, und von vorne, die Optik ist halt mega heiß. Ne? Also ist das, was man an dem Auto machen muss, wie ich finde. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? Soapy rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said. Ich würde sagen, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und wie gesagt, abonniert den Kanal. Zeigt uns ein bisschen Liebe, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, wie gesagt, dass nächste Woche das Auto wieder fährt und dann gibt es richtig Rambazamba-Videos. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.